Fast and Safe Delivery Space Run. Ja, so sieht's aus. Mit Fabian und Nick bei den Spielkindern. Richtig. Nick, was ist das? Das ist ein Tower Defense Spiel, mehr oder weniger. Wie ihr hier schon so ein bisschen richtig seht. Mit dem Unterschied, dass die Gegner nicht zu uns kommen, sondern wir zu den Gegnern. Ja, wir warten hier nicht. Richtig. Und wir spielen es einfach mal. Ja. Ich weiß selber auch nicht viel mehr. The year is 2525. Space is no longer the final frontier. Mankind has spread out to the farthest reaches of the known galaxy. Those far reaches are dangerous, filled with space pirates, deadly asteroids, and random anomalies. That doesn't mean the people living out there still don't want stuff. That's where I come in. I am Captain Buck Mann. I pride myself on being the best fracking pilot in the galaxy, if not the universe. Back in the day, I flew for Earth Force. After that, I won the space racing tour 3 years in a row. Thing is, past accomplishments don't pay today's bills. In order to make some quick cash, I've adapted to the times by becoming a space runner. These days, I deliver packages to the far corners of space. My motto, when you need it there yesterday. Great news, Captain Buck, sir. I have picked up a transmission from Outpost Omega 36D. BC, the biggest transport company in the known sectors, is looking to hire space runners. What does that have to do with me? I'm an independent, a lone wolf, a maverick. Ah, well, not to cloud the issue with facts, but a glance at your accounts shows you have exactly zero credits. And I admit, business has been slow. Maybe I need to snap your motto. Or a new website. And due to a string of, let's call them, bad breaks, you do owe the mob far more than zero credits. I can't believe the Android rugby team didn't cover the spread. Okay, I guess I can listen to the offer from BC. I've contacted BC. Their CEO, Susanna Siren, will give you their terms when you reach the outpost. Okay. Yeah. Before our arrival, I want to make sure you understand a few basic features of our ship. Mit dem du schon ein Leben lang fliegst. Ja. You can see our ship in the center of the screen. Hab ich. It is composed of hexagonal pieces linked together. You can also see our command bridge. This is where we are standing. It is the core of our ship. No matter what, don't let anything bad happen to this bridge. Verstehe ich nicht. Ja, keine Ahnung. Change the view by moving the mouse cursor to an edge of the screen. The view will slide in that direction. Aber dann ist doch unser Schiff gar nicht mehr in der Mitte. Off-screen. Click on your ship icon. You can also press the space key to center the view. Fast and easy. Oh oh, Asteroiden, Rick. Asteroiden. Ja, welches Schiff-Icon? Wo siehst du ein Schiff-Icon? Da. Nee. Mach doch einfach Space. Na gut. Time to hurry a little now. Being fast is the key to becoming rich. Let's build a nice new thruster on the ship. Wir haben keine Kohle, können uns aber noch nicht thrusten. I activated the tools construction panel for you. Look for the small thruster construction. Click on it. Once selected, you can place the thruster on the ship simply by clicking on a valid location. Das finde ich jetzt aber albern, die da hinzubauen. Warum? Dann dreht sich doch das Schiff die ganze Zeit im Kreis. Ja, und der in der Mitte ist dann halt ein bisschen stärker. Ja. Ich glaube, du musst noch mehr bauen. Ja. Now the select the laser cannon construct. Laser cannons can be oriented before placing by using the mouse wheel. This is very important for your success. Nicht nachklicken, das ist schon ein bisschen. Ja. Great job, Captain. You've made me proud. Aber die erste nach vorne zu machen, ist glaube ich ganz gut. Ja. Ich glaube, du kannst den Kegel einstellen, in welche Richtung der zeigt. Ja. Musst du jetzt selbst hin? Wenn ich mit dem Mauszeiger rübergehe, dann sammle ich die ein. Achso. They will usually drop some nice hex nuts for you. Move your mouse over the floating hex nuts to collect them. Ja.
Kannst du noch andere? Nee, nur die, die in der Reichweite sind. Due to the volatile nature of our business, constructions are bound to suffer some damage during our trips. If a construction is damaged, you can repair it at the cost of some hex nuts. To repair a construction, click on it. Then click on the repair action. Ich fühle mich gerade ein bisschen. Du musst hier reparieren. Du brauchst aber auch ein bisschen Zeit, um die reparieren zu können. Adaptation is an important aspect of this job. If you don't need a construction any longer, you can recycle it. To recycle a construction, bring up the action menu of the construction by clicking on it. Then click on the recycle action. Gut. Einfach das, was wir gelernt haben. Ja. Good job, Captain Buck, sir. Now that you know the basics, put them to good use to ensure our safe arrival. Remember, if we die, we don't get paid. Ja. Ja, ich glaube, das ist dann aber unser kleinstes Problem, oder? Ja. Aber ich habe auch eine Idee, warum die null Credits haben. Wenn sie erst Sachen bauen, reparieren und sie dann recyceln. Ja, right away. Right away. Darf nur keiner von hinkommen. Ready for action. Ja, du musst ja auch noch drei Schubdüsen bauen. Ja. Kannst du rauszoomen? Das ist alles ein bisschen leichter. Nee. Hm. Das kann das Spiel nicht. Die Schubdüsen haben 150 gekostet, ne? Ja. Nee, 100. Consider it done. Die Schubdüsen kannst du nicht anders ausrichten, ne? Nee. Wobei, ich kann jetzt bei der nächsten Leitung spielen. Nee. Okay. Hätte auch wenig Sinn gemacht. Ja. Nach vorne. Hier. Rückwärts. Rückwärts ist schon mal gut. Ich habe das Gefühl, ich brauche jetzt einen größeren. Schon einen größeren Radiostimmer. Er taucht uns sehr viel zu. Auf jeden Fall. So, das war also das Tutorial. Mr. Buck, Captain Sir, I have Susanna Siren, the CEO, CFO, and all-around head honcho of Big Cargo on the line. Let's not keep the lady waiting. Mr. Mann, thank you for taking my call. Call me Buck. Of course, Buck. I hear you're a bit of a wild card, hard to control, and a general pain in the behind. Don't believe everything you hear. I also hear you're the best pilot around. Okay. Believe some of what you hear. We here at BC pride ourselves on fast, safe delivery. Yeah, I can do that. With emphasis on the fast part. We don't usually hire freelancers, but our demand is very high now. I don't usually work for other people, and my need is very high now. So we're even. Good. So we're on the same page. Yeah. It's not exactly rocket science. You give me crates filled with stuff, then I take them where you want them to go. ASAP. Very good. If the first delivery meets my expectations, there will be more work for you. Good luck, Mr. Mann. Wow, Susanna's hot. How do you know? I did not see you take her temperature. Androids. Aber haben wir gesagt, wir sind Buckman? Nee, ich glaube, der Name ist nicht... Wir haben nur Buck gesagt, oder? Dass sie wusste, dass wir Mr. Mann sind? Weiß ich nicht. Vielleicht wusste sie den Namen vorher schon. Hm. Kannst du ja nochmal hochscrollen. Auf die andere Seite. Wo meinst du? Weiter, weiter, weiter. Runter. Du kannst Buck zu mir sagen. Ja. Wir haben also uns nie als Buckman vorgestellt. Nee. Ist da vielleicht schon ein bisschen was im Hintergrund, dass sie weiß, dass wir Buckman sind? Hm. Tja. Wir werden es sehen. Das kann ich jetzt mal schließen. Ja. Da sehen wir dann unser... Beschaulicher Fahrt. Das ist die erste Mission. Was haben wir? Zwei Container. Dann würde ich sagen, fangen wir das noch mal mit an. Das passt noch in die Frage. Ja. Die Frage ist bloß, was diese Sterne sind, wahrscheinlich wie viel wir pro Mission bekommen. Ja. Also vermutlich können wir bis zu 5 Sterne erreichen und für die nächste Mission brauchen wir aber nur einen. Genau. Ja. Und das andere sind Star Credits.
Das heißt, mit dem Technik-Button, der jetzt noch nicht erleuchtet ist, können wir unser Schiff dann upgraden. Ja. Genau. Sag mal, was ist eigentlich Endopsobix? Das weiß ich nicht. Nicht? Ja. Keine Ahnung? Nein, keine Ahnung. Ihr findet es heraus. Ja. Und wenn nicht, ist es einfach Kombination aus unseren Steam-Namen. Endopsus und Cerebix. Ja, I know the drill. Click on an icon in the construction panel to grab a piece of cargo. Then, click on an empty space of the ship to place it. So easy, even a human can do it. Okay. So, ich würde sagen, den Antrieb erstmal hier rein. Hm? Das klingt schon mal gut, ja. Und die beiden Container hier und hier? Ja, dann können wir so gut schützen. Ja. We are ready to rocket and roll. I'll forget you said that. Let's get this old crate moving. Ich finde es ein bisschen bedenklich, dass wir noch keine Waffe haben. Ja. Und die Frage ist, wenn wir uns jetzt neue kaufen, behalten wir die dann oder müssen wir die vor jeder Mission? Das weiß ich nicht. Aber das mit dem. Aber unten Captain sehen wir den Fortschritt schon. Ja. Expresszustellung. I'm sure something will pop up. Lichtgeschwindigkeit. Small, but still deadly asteroids are coming towards us. I suggest we prepare quickly. Sometimes I hate being right. Ja, der nickt doch schon gemacht. Ja. Das mal weg. Ja. Das heißt also, je mehr Düsen wir haben, desto schneller fliegen wir und desto eher können wir auch Expresszustellungen genau machen. Die beiden schaffen wir jetzt eher nicht und da ist es kein Problem. Naja, mit unserer momentanen Geschwindigkeit schaffen wir es noch nicht, wenn wir also noch Schubdüsen dazu machen. Aha, Bedrohung, kleiner Asteroid. Kollisionsangriff. Okay. Ja. Also wenn der trifft, macht der 100 Schaden. Ja. Selbst hat er nur 15 Leben. Ja, und der ist klein. Kann also nicht mehr mit Raketen getroffen werden. Okay. Fortsetzen, ne? Ja. Ja. Gut, dass er alleine schießt. So, was waren nochmal die anderen Sachen? Also das eine war die Expresszustellung, das andere... Lichtgeschwindigkeit. Ah. Oben kommt auch noch was, ne? Ja. Habe ich schon gesehen. Also so, ne? Ja. Right away. Ready for action. Sind das Kampfjäger? Sieht so ein bisschen nach Drohnen. Ah, guck mal hier unser Sichtradius. Ja. Klicken wir auch da nochmal rauf, was die können. Die machen 5 Schaden pro Schuss. Piu, piu, piu. Also 3 Schaden pro Sekunde. Und haben, oh, einen ganzen Leben. Das ist natürlich für uns kein Problem, aber in größeren Massen kommt unsere Laserkanone einfach nicht mit, weil wir nicht so schnell schießen. Das heißt, sie würden, also oben ist noch ein Credit gewesen. Ja. Würden also so oder so Schaden machen. Richtig. Kannst du noch eine Kanone? Ja. Oder wollen wir erstmal einen Antrieb? Nein, ich weiß. Ich würde jetzt erstmal einen Antrieb noch bauen. Okay. Von unten kommen ja gerade keine Angriffe. Aye, aye, my captain. Okay. Ich hätte sonst gesagt, mach den Antrieb lieber nach unten, wenn die jetzt von oben schießen. Ach so, ja. Ja, ist aber auch. You got it. Wir können aber also auch daneben schießen. Ja. Oh, den einen musst du schon gleich reparieren. Ja. Aber erst wenn der Angriff eine Weile her ist. Ah, okay. Du kannst jetzt schon den nächsten Antrieb bauen. Ja. Oh. So. Consider it done. Kannst du die Waffen upgraden zufällig? Ich glaube noch nicht. Okay. Also ich habe nur reparieren und recyceln. Okay. Ein Fest fürs Horten. Na komm, den noch? Ja, sehr gut.
Okay. Und wir sind da, wir sind über Lichtgeschwindigkeit. Sehr schön. Nice. Yes. Yes. So macht man das. Gleich die erste Mission, 5 Sterne. Nee, 5 ja. Sterne. Und wir haben noch 4 extra Sterne bekommen. Nee. Doch, die da unten. Das sind die zusammengerechnet, glaube ich. Einen dafür, dass wir es geschafft haben. Achso, und dann einmal 100% zugestellt und Lichtgeschwindigkeit. Genau, genau. Okay. Und 1500 Credits. Sehr schön. Und Lichtgeschwindigkeit gibt die dreifache Anzahl. Ja. Okay. Okay, das lief doch schon mal nicht schlecht. Ja. Für unseren beschaulichen Pfad. Wie es weitergeht, seht ihr aber erst in der nächsten Folge. Cliffhanger! Tschüss! Mach's gut!